Der Friede Jesu Christi sei mit euch allen. Herzlich willkommen hier in der Martin-Luther-Kirche in Kirchhain bei Marburg. Wir feiern Weihnachten, das Fest der Geburt Jesu, der sagt: Ich bin das Licht der Welt. Wir brauchen Zeit, viel Zeit, um zu ermessen, was es bedeutet, das Licht scheint in der Finsternis. Amen. Das Volk, das im Finsteren wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im finsteren Lande, scheint es hell. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ist auf seine Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott Held, ewig Vater, Friede Fürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er es stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit, von nun an bis in die Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Happy Birthday, Jesus. Du hast uns gelehrt, dass man Liebe schenken soll. Daran ist nichts verkehrt. Aber heutzutage, da ist sowas zu abstrakt. Der Liebe ist nichts, was man in Geschenkpapier einpackt. Doch Happy Birthday, Jesus. Ich bleibe heute mal allein und stoße auf dich an mit einem Tetrapack Glühwein. Geburtstage können so deprimierend sein. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot vom Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zu der Zeit, da Quirinius Landpfleger in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth in das judäische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darauf, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe. Die war schwanger. Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge.
Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald waren bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Thank you.
Liebe Zuschauer, frohe Weihnachten sagen wir heute zu denen, mit denen wir zusammen leben und zu denen, die uns auf dem Nachhauseweg begegnen. Was bedeutet eigentlich Weihnachten für mich und was bedeutet Weihnachten für dich? Was ist in diesem Jahr anders und was ist doch auch gleich? Und was genau will heute das Kind in mir? Frage reiht sich an Frage, die besonders die trifft, die in diesem Jahr einen schweren Verlust erlitten haben. Die Frage ist nicht neu. Sie bewegte vor 200 Jahren auch den Schriftsteller, Privatlehrer und Pädagogen Johannes Daniel Falk. Er lebte im idyllischen Weimar zur Zeit der großen Dichter Schiller und Goethe. Unbeschwerte Jahre waren es, bis schließlich Napoleon und seine Soldaten Europa verwüsteten. Die Straßen in Weimar waren auf einmal voller Flüchtlinge. Häuser standen in Flammen. Elternlose Kinder suchten nach Nahrung und Schutz. Johannes Daniel Falk sieht hin und gründet die Gesellschaft der Freunde in Not. Er und seine Frau nehmen mehrere Straßenkinder in ihre Familie auf. Sie verlieren 8 von ihren 10 eigenen leiblichen Kindern. Falk mietet, weil sein Vermieter Probleme macht, ein leerstehendes Haus und richtet es zu einem Kinderheim her. Im Jahre 1816 feiern viele Kinder dort ihr allererstes Weihnachtsfest. Falk, der Dichter, schreibt für die Kinder ein einstrophiges Lied. O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Welt ging verloren, Christ ist geboren, freue dich, o Christenheit. Er kombiniert sein neues Lied mit einer alten, vermutlich sizilianischen Weise. Ein Fischerlied soll es gewesen sein. Wie diese Melodie nach Weimar kam, ist unbekannt. Legenden ranken sich darum. Schnell ist die Melodie in aller Munde, schnell in aller Ohren. Sie hat den Liedtext wie ein Lauffeuer schnell bekannt gemacht. Falk denkt an seine Kinder und elementarisiert die Botschaft von Weihnachten. An 3 Fingern kann man sie abzählen. Welt ging verloren, Christ ist geboren, freue dich, o Christenheit. Ist unsere Welt wirklich verloren? Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker, heißt es schon beim Propheten Jesaja. Falks Weihnachtslied weitet unseren Horizont über unser Innerstes, unsere Stadt, unser Bundesland, über Europa hinaus. Das Dunkel betrifft die ganze Welt, alle, die gemeinsam mit uns auf dieser unserer Erde leben. Welt ging verloren, ist das das letzte Wort? Wir haben es in der Hand, ob unsere Wirklichkeit wirklich verloren gehen muss. Es ist eine Frage der Solidarität mit den armen Ländern dieser Welt, ob wir die herrschende Dunkelheit auch weltweit überwinden. Zweitens, Christ ist geboren. Der Christ ist der Christus, Grundlage unseres Glaubens. Gottes Sohn, Menschensohn, Arzt, Heiler, Wundertäter, Prophet, Lehrer, Dichter, Gleichniserzähler, Tür, Brot, Licht, Hirte, Wasser, Weg, Wahrheit, Kind in Windeln gewickelt, wahrer Mensch und wahrer Gott. Christ ist geboren. Weihnachtszeit ist Christi Zeit, ist Gottes Zeit. Und drittens, freue dich, o Christenheit. Das ist der Ton aller weihnachtlichen Musik. Für unsere Hörgewohnheiten festliches D-Dur. Die Vorbilder für unsere Freude sind die Gesänge der Engel auf dem Feld von Bethlehem. Falk verwendet in seinem Lied den bei uns unüblich gewordenen Begriff der Christenheit. Das meint die Gesamtheit aller Christen über alle Grenzen hinweg. Evangelische, katholische, orthodoxe, freikirchliche, kritische, tiefgläubige und manchmal auch die gescholtenen Festtagskirchgänger. An sie alle, an uns alle ergeht heute die Aufforderung, mit Falk genau hinzuschauen, woran und wie die Welt immer wieder neu verloren geht und was die Geburt Jesu für die Welt bedeutet. Wir wagen einander auch in der Dunkelheit zu grüßen. Frohe Weihnachten. Das bedeutet Weihnachten für mich. Das Kind in mir, ja noch mehr der Erwachsene in mir, kann sich wohl ein Weihnachtsfest ohne medizinische Maske, nicht aber ohne Christus denken und nicht ohne die weihnachtliche Musik. Die Lieder sind schön, sie rühren an, sie schlagen eine Brücke hinaus in die Welt, sie helfen uns beim Hinschauen auf das Elend und auf den Glanz. Mein Favorit-Weihnachtslied
ist und bleibt jenes von Johann Daniel Falk. O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit, Welt ging verloren, Christ ist geboren, freue dich, o Christenheit. Amen. Der Stern von Wilhelm Busch. Hätte einer auch fast mehr Verstand als wie die drei Weisen aus Morgenland und ließe sich dünken, er wäre wohl nie dem Sternlein nachgereist wie sie. Dennoch, wenn nun das Weihnachtsfest seine Lichtlein wonniglich scheinen lässt, fällt auch auf sein verständig Gesicht, er mag es merken oder nicht, ein freundlicher Strahl des Wundersternes von dazumal. Am Ende dieses Filmes stellen wir uns unter den Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Liebe Zuschauerinnen, lieber Zuschauer, wir verabschieden uns jetzt aus der Martin-Luther-Kirche in Kirchhain. Wann und wo auch immer Sie uns zugeschaut oder zugehört haben, es begleite Sie der Segen Gottes und der göttliche Glanz des Weihnachtsfestes. Leben Sie wohl und bleiben Sie gesund.